Das finde ich allerliebst. Herzlich willkommen zurück so. Bei LPT Live. Heute am Freitag. Es ist der Start ins Wochenende. Immer LPT Live ist immer der Start ins Wochenende irgendwie. Weil, so, ne? Weißt du, was selbst das für mich? Weißt du, was, letzte, was du mir geschrieben hast auf Steam, das letzte im Chatfenster? Ich habe gerade das Chatfenster geöffnet und da steht als letztes, was du mir geschrieben hast, Telefonsex. Ja, ich weiß. Aber wir werden jetzt nicht auflösen, warum ich das geschrieben habe. Gut, lassen wir es einfach. Das war's. Ich wollte es nur mal kurz sagen. So, das Passwort war. It's me! Ja, nicht sagen. So, wir warten jetzt noch ganz kurz. Wir spielen heute mit euch so. Team Fortress. Das heißt, die Leute, das kam jetzt so ein bisschen. Falsches Passwort. Ja, dann hast du es falsch eingegeben. Dann gebe ich es dir einfach ein. Und in der Serverliste zeigt es wieder nicht an. Aber geht nochmal auf alle aktualisieren hier. Alle aktualisieren, so. Ah, es dauert 1000 Jahre. Ja, das habe ich jetzt immer. Aber da findet er nichts. Dann mach nochmal aktualisieren. Ja, kann ich aktualisieren, da findet er nichts. Du hast immer Probleme. Ich weiß doch nicht, was ist denn der Laptop, den wir schon seit Anfang der Sendung immer mit dir. Das ist jedes Mal dasselbe. Das ist inzwischen schon ganz ehrlich. Soll ich dich nochmal einladen einfach? Das echte Laptop, wie lange haben die eigentlich schon? Ah, die haben wir schon seit Beginn, glaube ich, oder? Ich glaube, das sind noch mit, also Windows läuft ja noch mit Hieroglyphen, mit altägyptischen, da muss man noch gucken. Und drüben wirft noch ein Sklave Kohle ins Feuer, damit die laufen. Genau. Achso, du hast mich eingeladen. Genau, also wir machen das heute so ein bisschen spontan. So. Das heißt, die Leute, die Team Fortress installiert haben, die haben Glück, denn sie können eventuell mit uns eine Runde Team Fortress spielen, aber wir spielen nicht das normale Team Fortress, sondern wir spielen ein sehr außergewöhnliches, eine außergewöhnliche Map, denn manche haben ja bestimmt schon mitbekommen, dass es seit kurzem bei Team Fortress auch Fahrzeuge gibt, kleine Autoscooter sozusagen. Und irgendjemand kam natürlich Scooter, sofort auf die Idee, daraus auch Mario Kart für Team Fortress zu machen. Und wir spielen genau diese Karte. Das heißt, also wir Mario Kart hier. Leute von Nitrado haben gestern ganz spontan, weil ich das irgendwie schnell entdeckt hatte, haben sie noch schnell uns einen Server aufgesetzt. Vielen Dank an dieser Stelle. Und genau, das sehen wir im Hintergrund. Muss ich beim Passwort auf Groß- und Kleinschreibung achten? Ja, musst du. Ach, das muss man doch wissen. Immer mit großen Buchstaben. So, ihr findet unseren... Ja, das sieht schon besser aus. Ihr findet unseren Server, wenn ihr unter der Serverliste bei Tags LPT Live eingebt. Vielleicht findet ihr den Server oder auch nicht. Ja, also er hat ihn nicht gefunden, ich habe ihn gefunden. Es könnte passieren, dass ihr den Server findet. Solltet ihr ihn finden, grüßt ihn nochmal bitte von mir. Das wäre sehr nett. Ich habe ihn gesucht, aber leider... Genau, und das Passwort, naja. Das Passwort für diesen Server ist Mario Fortress... zusammengeschrieben und jedes Wort mit einem großen Anfangsbuchstaben, das heißt das M und das F von Mario Fortress. Also so. Fortress auch groß? Ja. Zusammengeschrieben, ja. Ohne Leerzeichen? Ja. Das M groß und das F groß? Ja, ja. Hm? Ja. Das ist ja vortresslich. Guck mal, nimmt jetzt als Spielteil. Bam, 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 bam. Total viele Leute sind plötzlich drin. Bin ich auch schon drin? Ich lade die Map noch runter. Der ist auf der Hälfte von der Map. Wie geht das? Die haben das alle schon. Ich glaube, heute ist viel zu schnell. Das ist, unsere Community ist Nudel. Schneller als. Ja, ich muss es auch schmerzlich erfahren, dass unsere Community einfach in den meisten Spielen besser spielt als wir selber. Ich wurde gestern aufs Übelste erniedrigt in einigen Spielen. Außer in Enemy Territory, da macht mir so schnell keiner was vor. Außer Rio vielleicht. Habt ihr jetzt noch Enemy Territory gespielt? Gestern. Nach dem Stream? Ja. Du wolltest ja noch ins in Teamspeak gehen und dann... Ich war in Enemy... So, wir sind hier, guckt mal, ist so. Das nicht süß? Ich habe natürlich die Metaller... 4, 3, 2, 1... Ich finde die Stimme von der Tante so geil. Tonlos. Oh. Achso. Hallo? Staub. Hä? Yeehaw. So, also Team Fortress, ich weiß es auch nicht, was bei dir passiert. Hä? Ich mache gar nichts. Ich drücke nicht mal was. Ja. Er dreht sich bei mir und dreht... Ist doch egal. Hauptsache, wir fahren. Ich glaube, du bist fahre nur im nicht. Spectator-Modus. Ich glaube, ich bin nur im Spectator, weil das kann gut sein, denn wir spielen gerade 1 gegen 1. Das wird dann beim nächsten Mal besser. So. Das ist tatsächlich so, das hatten wir auch bei der Probe. Beim ersten Mal ist irgendwie 1 gegen 1 und wenn dann mehrere Leute da sind, dann geht das. Oh, guck mal hier. Sie erhielten ein Dankeschön von Unknown. Gute Arbeit, weiter so. Vielen, vielen Dank. Oh, das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Go, go, go. So, genau. Ich gewinne mal gerade das Spiel mit wem auch immer ich gerade spiele. Man kann hier also die Sachen einsammeln. Keine Ihr seht Ahnung. Unten, habe ich so ein kleines Buch unten links und das zeigt mir, was für ein Spell ich habe. Juhu! Tonlos ist gefahren. Ich dachte gerade, wieso ist jetzt tonlos? Hab so, jetzt guck mal, jetzt ist richtig voll. Guckt euch das an. Mit der rechten Maustaste gibt es einen kleinen Boost.
Da fahren sie alle los. Das hier ist... Jetzt kann ich selber spielen. Oh Gott, Alter. Team Fortress, liebe Leute. Wir spielen gerade Team Fortress. Mit der rechten Maustaste können wir so einen kleinen Boost auslösen. Ah, gut zu wissen. Und der lädt sich auch immer wieder auf, links unten. Und man kann natürlich diese kleinen Pakete einsammeln und kriegt dann so kleine Goodies. Mann, ich bin so schlecht. Jawoll. Und es geht hier um einen Teamgewinn. Das heißt also, es geht nicht darum, als Einzelner zu gewinnen, sondern das Team muss gewinnen. Das ist ja bei Team Fortress auch durchaus sinnvoll. Boah, der hat mir das gerade hier weggemacht. da ist einer mit einer Bombe unterwegs. Bäm. Aber ich find's Hammer, was die Leute immer so kreativ... Hilfe! Nein, die können alle beschleunigen, ich nicht. Kreativ dann irgendwie zusammenkriegen und Spielsinn entfremden, finde ich immer super. Finde ich auch mit das Beste immer in den Spielen. Hat ja, ja vorhin das definitiv. Schon das Thema. So, jetzt pass auf, jetzt müsste ich mal überlegen, ob ich jetzt hier nochmal mein Goodie, das Goodie ist nämlich nicht so gut, pass auf, das zeige ich euch jetzt mal. Juhu! Was ist denn jetzt los? Ja, bin ich stehen geblieben. 1,0. Alter, ich fliege aus der Map raus. Oh, was war das denn? Ich weiß auch nicht. Ich weiß manchmal nicht, was los ist. Wieso haben wir verloren? Wir sind doch als Erste durchs Ziel gefahren. Ich habe keine Ahnung. 3, 2. Oh. Jetzt musst du leider zugucken. Ah, ich gucke jetzt Don of Crump zu. Wen guckst du? Ich Mortiferus. Mortiferus, kann ich da eigentlich ein bisschen weiter weg? Nee, kann ich nicht. Das sieht irgendwie. Ja, rauszoomen wäre schön, aber. Rauszoomen geht nicht. Da muss man irgendwie mal gucken. Man will sie ja nicht beschweren. Ich versuche mit der Maus ein bisschen zu dirigieren. Hier, guck mal, was die alle für coole Sachen haben. Der Muschwacker. Die haben alle so coole Hüte und sowas. Boah, Alter, wie geil die aussehen auch. Oh, jetzt geht's schon wieder weiter. Nächstes Rennen! Vorsicht, wenn Sie diese Runde verlieren, müssten Sie die nächste Runde eventuell aussetzen. Ich werde nicht verlieren. Die Stimme ist doch... Alter! Hammer, oder? Boah, was ist denn hier los? Alter, Hilfe! Ich bin voll aus der Map geflogen. Ja, ich auch. Boah, hast du auch den Start gedrückt? Warst du auch so schlau wie ich? Das ging ja mal voll nach hinten los. Boah, geil. Schön. Boah, das mit den Jumps ist echt cool. Aber es ist auch super lustig. Also ich finde sowieso... Ah, was? Wieso werde ich immer auf den Anfang wieder zurückgesetzt? Das Nein, wer hat mich denn jetzt hier in die Wiese geschmissen? Ich kann es nicht gut heißen. Und die Grafik Warum von... Warum hast du das Geschenk nicht geholt? Von Team Fortress halt einfach mal. Irgendjemand wirft hier lauter Minen aus. Oder nee, das sind da Autos. Da fliegen aber auch irgendwelche Leute rum. Ich glaube, die haben Fallschirme. Die Map ist auch noch so ein bisschen in der Beta, glaube ich. Die ist noch nicht ganz fertig. Aber im Endeffekt, also... Dafür, dass hin und wieder mal irgendwelche Autos und Models rumstehen in der Map, trotzdem funktioniert es ja einigermaßen. So. Nein! Oh, Klassenbester. Blue hat gewonnen, ich bin Klassenbester. Red hat verloren. Was? Du bist Klassenbester, stand da gerade. Was? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich war der Einzige in der Klasse, ich habe keine Ahnung. Guck mal, der fährt in die falsche Richtung, der Kürbiskopf. Ach, jetzt kommen wir wieder zu, ne? Ich bin wieder bei Tonlos hinten drauf. So sieht er aus, der gute Mann. Irgendwie bleiben diese ganzen Karren am Start hängen und alle anderen sieht man, wie sie irgendwie ohne Karren fahren. Vor allem drehen sie die Karren auch immer, muss sie einmal richtig rumdrehen, ne? Ja, guck mal, der fährt ohne Karre. Auch geil. Das muss aber so. Ja, das muss so. So. Boah, geil. Also das mit den Hüten, mit den Zylindern und so verfeiere ich auch. Ja, ich meine, das ist ja Team Fortress. Dafür sind sie ja bekannt geworden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wieso hört man jetzt eigentlich keinen Sound mehr? Ja, weil ich gerade Tonlos verfolge. So, Mortiferus. Ich verfolge weiterhin Mortiferus. Wer ist denn Erster? Ja. So, bauen Sie als Engineer auf jeden Fall Dispenser. Oh, der Schnitzel auf Doom ist entweder Letzter oder Erster. Ah, der fährt in die falsche Richtung. Schnitzel auf Doom fährt in die falsche Richtung. Er ist also wahrscheinlich Erster. Ja, der ist Allererster. Oh, in der arme Schnitzel. Huch, was ist denn hier los? Der sieht ja geil aus. Ich habe hier so einen Geist. Der aber... Ach, der ist Spectator. Ja, Blue Team verliert. Guck's an, jetzt darf ich wieder spielen. Ja. Aber ist es nicht lustig? Ich find's lustig. 4, 3, 2, 1. Wie es am Anfang immer so ein bisschen laggt irgendwie. So, mal gucken, was ich bekomme. Oh, ich krieg immer diesen scheiß Fallschirm. Ich will den Fallschirm nicht haben, der ist total scheiße. So, ich bin... Ich hab gerade Leute weggesmashed. Fast Erster. Mit einem Zauberbuch. Ich weiß gar nicht wie. Du bist fast Erster? Ja, ich bin leider fast Erster und jetzt gewesen. Jetzt sind zwei Rote vor mir. Hui. Ich hätte das nicht mit dem Boost hätte ich nicht verraten dürfen. Dann wissen das jetzt wieder alle. Ja, toll. So hätte man voll den OP-Vorteil gehabt. Und jetzt wieder nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, auf welchem Platz ich bin, ehrlich gesagt. Es wird auch nicht angezeigt, tatsächlich. Nein, ich wollte doch keinen Leute. Nein, ich wollte das nicht auslösen. Hui.
Wenn man auf dem Rasen kommt, dann wird man eindeutig langsamer. Ja, ist mir des Öfteren aufgefallen. Boah, so viele blaue Karren hier. Oh nein! Nein, das darf nicht wahr sein, Team Red! Oh, krass, was passiert bei mir? Oh. Oh Mann, mein Team verliert die ganze Zeit. Ja, meins auch. Du bist auch rot. Ja. Sind wir eigentlich im selben Team? Ja, deswegen verlieren wir auch die ganze Zeit. Wenn wir uns mal gucken. So, ich gucke jetzt mal bei Ugits Prophet. Ich finde den Geist sehr gut. Der Geist ist zwar total langsam, aber er fährt mit. So, ich schaue mir mal ganz kurz die Strecke hier an. Dann switche ich mal durch. Der Geist Nizok fliegt gerade. Der zockt nicht wirklich, glaube ich. Vielleicht ist das ja nur ein Spectator. Kann man ja auch das machen. Kann sein. Das kann Sie müsste da irgendwer. Hat eine schöne Halloween-Maske. Ja, ne? Auch ganz geil. Die ist cool. Die habe ich auch schon gezeigt. Ja. So, und dann haben wir hier noch das Einhorn. Exakt. Das sieht ja auch gut aus. Geil. Überladung 0%. Schnitzel auf Doom haben wir hier wieder. Diesmal in der richtigen Richtung sogar. Man glaubt es gar nicht. Unfassbar. Kion. Der Mann mit dem, das finde ich ja, das feiere ich so ein bisschen, diesen Look. Der fährt auch immer mit dem Roten hier. Ah, das war der Fallschirm. Ein schlechtes Upgrade. Der Fallschirm macht langsamer, ne? Ja, man springt nach oben und kann dann so fliegen durch einige Zeit lang, aber man kann fast nicht steuern. Man kann nur mit diesem Boost steuern. Ach, der Lynx, den habe ich auch schon gesehen. Nein, theoretisch könnte man dann irgendwelche Sachen überfliegen, aber... Team Blue gewinnt, immer wenn wir nicht mitspielen. Warum eigentlich? Ich verstehe das nicht. Oder was? Ich habe Münder, werde ich ganz komplexe langsam. So, ihr Team. 4. 3, 2, 1. Ich finde es so cool, dass sie so leicht panisch diese ich wurde voll weggesenzt. Ich auch. Gemein. Aber wie sie alle da rumfahren ohne ihre Scooter. Nein, jetzt wurde ich ja auch. Ich komme nicht vom Anfang weg. Ich bin runtergefallen. Ja, das hatte ich letztes Mal auch. So. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, man hat kaum Möglichkeiten aufzuholen. Da musst du noch ein bisschen. Ja, immer wenn ich hinten bin, bleibe ich hinten. Aber ja. Das ist Story of my life, Alter. So. Ist ja auch eigentlich nur so ein Gag gewesen mal zwischendurch. Boah, diese Faust, die bringt auch überhaupt nichts. Da kann man eigentlich eigene Teammitglieder nach vorne katapultieren. Das bringt viel mehr als andersrum. Ich finde hier immer nichts, weil die Leute alles abrasieren. Da kann ich mit 1, kann ich jetzt zwar die Waffe zücken. Immer kriege ich diesen verdammten Fallschirm. Das ist doch unfassbar. Jetzt habe ich nochmal einen Sanitäter gerufen. Sanitäter? Die Markus funktionieren noch? Ja, irgendwie schon. Alter, wir haben schon wieder versagt. Es ist doch nicht wahr. Es geht nicht. 5, 4, aber ich darf wieder spielen. Ach ja, ich auch. 2, dreh dich mal richtig. Oh, ja. Ich kann mich nicht umdrehen. Ich hab mich gerade umgedreht. Ich kann mich nicht umdrehen. Doch, mit A und D drehst du dich um. Nee. Jetzt. So, jetzt will ich wieder ganz mal was anderes bekommen. Ah, ich habe die Bombe bekommen. Oh, ein Geschenk. So. Ich krieg immer ein Geschenk. Ich bin ganz hinten. Und ich fahr dran vorbei. Was ist denn los? Nein. Weißt du was? Ihr seid mir egal. Ich fahr jetzt spazieren hier hinten. Ich fahre euch jetzt mal entgegen. Jawohl, ich habe es, glaube ich, noch gerade weggekriegt. Was passiert, wenn ich Leute entgegenfahre? Ich bin eh ganz hinten, das spielt keine Rolle. Ich weiß es nicht. Ach, da fliegen jetzt alle rüber, das ist ja cool. Das ist voll gut, da kann man sich die Geschenke holen. Ich weiß ja nicht, bin ich rot eigentlich oder bin ich blau? Ah, und hier ist so ein Spectator, so ein Geist. 7 gegen 8. Ich glaube, ich bin sogar blau, rot. Hallo Geist, guck mal, hier ist ein Geist an der Ziellinie. Das ist ja süß. Jawoll, ich hab den sogar weggemacht, den blauen. Rotes Team, jetzt geht, gewinnt. Ich will endlich mal gewinnen. Also ich hol's jetzt fürs blaue Team nochmal raus. Nein, das kannst du nicht. So, naja. Ja, Red Team gewinnt. Ich muss es nochmal ganz kurz kontrollieren, bevor ich hier in Jubel ausbreche. So. Sehr cool. Also ich glaube, wenn man da noch ein bisschen dran arbeitet, dann könnte das richtig, richtig cool werden, oder? Oder man spielt Super Mario Kart. Ja, aber Super Mario Kart auf dem PC ist immer schwierig halt, ne? Ja, es ist ja einfach kein Port vorhanden für PC. Dann kannst du ja nur höchstens emulieren und dann Multiplayer so online zu spielen. Nee, das ja Einzige, nicht, was man irgendwie hat, ist eigentlich Sonic. Sonic gibt es ja für den PC. Und das kann man auch im Multiplayer spielen mit einigen Leuten. Das Blöde ist immer, dass du online bei Nintendo nicht durchkommst mit dem Emulator. Das geht einfach nicht. Die haben es zwar eingebaut, aber Nintendo hat es einfach geblockt. Ja, ist was ja auch verständlich ist natürlich. Ja, klar, ist verständlich. Aber, da muss ich hier lang. Juhu! Ach, du spielst gerade? Ich kann gerade nur zugucken. Nee, ich spiele gerade und gewinne das ganze Ding. Naja, nicht wirklich. Ich bin blau. Ich guck dir mal zu. Du bist blau. Ja, das erklärt einiges. So. Na komm schon! Mein Upgrade. Wir kommen mal langsam wieder zum Ende der Sendung. Ich schaue noch mal ganz kurz auf Twitter. Ja, schau mal auf Twitter. So, da ich ja gerade eh nicht spiele, ich hoffe, ich bin jetzt die nächste Runde dann auch raus. So.
Nein! Lo? Team Red gewinnt, Blue Team verliert. Lass doch Rumpel in Ruhe, er kennt Gestöhne halt nur von Männern. Nee, das stimmt nicht. Nee? Das stimmt nicht. Frag mal deine Mutter. Hast du schon mal... Achso, weil die immer... Oh, Rumpel. Ja, ja, das verstehe ich. So, Raclette, was? Jetzt, ich schaue gerade Gronk zu, wie er an der Ziellinie steht und sich nicht bewegt. Mensch, Gronk! Ich stehe an der Ziellinie und bewege mich nicht? Ja, das bist du hier. Guck, Gronk. Hä? Du spielst gerade. Wir sind in der neuen Runde. Ja, so sehe ich auch aus. Immer. Mit meiner kleinen Schaufel. So kennt man mich. So. Das ist der Gronk. So, einmal winken. Hallo, liebe Kinder. Das ist der Gronk. So. Der Gronk ist Soldat mit einer Schaufel. Er ist arbeitslos. Ist nicht schön, ist aber so. So, Rumpel, gehst du zum Summer Breeze 2015? Ich befürchte, dass die Zeit dazu einfach nicht sein wird. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Sollen wir noch beide auf Twitter gucken? Ja, natürlich, gerne, 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 gerne. Das machen wir immer viel zu selten, finde ich. So ein bisschen noch, wir machen zwar mal die Spielrunde mit der Community, aber nicht wirklich eine Twitter-Runde. Heute haben wir sehr viel gequatscht auch. Das macht ihr normalerweise immer, ne? Du vor allen Dingen. Du hast natürlich vorgelegt vorhin beim Thema, aber du bist auch mittendrin. Ja, mich interessiert dieses Thema sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittendrin. Debs Gewinnspiel vergessen. Haben wir nicht vergessen. Da wollte ich mich gerade dran erinnern. Sehr gut, vielen Dank für die Erinnerung. Wir haben noch ein Gewinnspiel und zwar haben wir 8 Keys zu vergeben. Aber wir haben uns keine Gedanken gemacht, was man damit macht, ne? Von Depth, genau. Ich würde sagen, was sollen wir denn machen? Irgendwas mit Haien. Ich würde sagen... Mit Haien und Zähnen. Pass auf, ich würde sagen, wir machen ein Facebook-Posting. Und unter dieses Facebook-Posting müssen die Leute das niedlichste Robbenbaby aus dem Internet suchen und da posten einfach. Da muss keiner selber malen, da muss man auch nicht kreativ schreiben. Das niedlichste Robbenbaby aus dem Internet klauen, Bilder klauen, ist doch Facebook-Generation, das geht immer. Das kann man immer machen, also machen wir einfach die niedlichsten Robbenbabys und zwar in der Reihenfolge des Posting-Zeitpunkts. Wenn jemand dasselbe postet, hat der davor natürlich, der es zuerst gepostet hat, gewonnen. Hä? Also wenn mehrere Leute das gleiche Bild posten, dann haben natürlich die es vorher gepostet haben, ein Vorrecht, sollte dieses Robbenbaby zufällig das niedlichste sein. Du hast immer so ein Ding gemacht, wo du geschrieben hast, der letzte Post oder so, der gewinnt. Ja, das läuft noch. Die letzten. Das läuft noch. Ja, das läuft. Der erfolgreichste Post, den du ever gemacht hast. Aber sowas von. So, wie erst einen Seehund töten. Guck mal hier, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe den Seehund nicht getötet, ich habe ihm den normalen Verdauungsprozess zugeführt. Das ist für einen Seehund ist das okay. Hättest du übrigens mal den Stream mit den Alchemisten geguckt, ja? Ja. Dann hättest du tatsächlich auch von mir Robbenbabys gesehen. Ich habe welche fotografiert, als ich in Ostfriesland war. Ach was. Ja, ich war bei der Seehundstation und da werden immer Seehunde aufgepäppelt. Ach, das ist ja süß. Die sind, da hab ich der Rumpel hat schon ein großes Herz. Der ist immer, weißt du, der Rumpel ist so einer, der sagt immer so. Thrash Metal hier, Metalla. Und dann fährt er da auf seiner kleinen Bugatti vor, weißt du, und dann Rumpel mit seinen kleinen Apfelbäckchen, das ist der Rumpel. Hey, mit den Apfelbäckchen, die Apfelbäckchen sind Zeichen von Gesundheit. Ich finde die voll gut. Nur immer nur lachst, hast du so kleine Apfelbäckchen, ich finde die super. Mm. Nee, so wie ein frecher Bub. So. Ich habe hier noch Halloween offen gerade. Leute posten immer noch mit Halloween. Das ist, da muss ich mal ganz kurz removen. Alter, Rumpel ohne Bart, was ist das denn? Hast du das schon gesehen? Was? Können wir das mal ganz kurz bitte... Ach so, das ist mein das ist ein anderes Bild. Nee, das ist... Alter, kann man das mal ganz kurz groß zeigen? Rumpel ohne Bart? Das sieht sehr merkwürdig aus. Das sehe ich aus wie... gerade extrem. Wie Konstantin Wecker oder so. So, was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier, ich glaube, ich habe kein Lieblingstier. Ich frag mich immer, warum Leute immer nach Lieblings... Ich habe keine Ahnung. Lieblingsfarbe, Tier, Blume, ganz Getränk, als ob ich nur eine Band hören würde, als ob ich nur eine Farbe gut finde. Ich gebe immer Diversität, das ist mein Liebling. Diversität, Vielfalt. Ach, das hast du aber schön gesagt. Ja, ne? Ich sage immer Regenbogen. Lieblingsfarbe sage ich immer Regenbogen. Ist ja inzwischen die Farbe der schwulen Bewegung oder der homosexuellen Bewegung. Ist ja keine Farbe, ist ja eigentlich eine Palette. Aber was willst du denn sagen? The Rainbow belongs to God. Ja? Nein, dafür musste man meinen Twitch-Livestream mal gesehen haben. Es gab eine Bewegung von einem, ich sag jetzt mal, konservativ-christlichen... Ich verstehe. Der so ein Musikvideo... der den so ein Musikvideo gemacht hat, wo es darum geht, dass man den Regenbogen bitte den Gott zurückgeben soll. Denn das sei eigentlich eine in dem christlichen Glauben verankertes Symbol, was inzwischen von der schwulen Bewegung geklaut wurde. Der wurde ja nicht geklaut, da wurden einfach die Farben, weil die halt cool aussehen.
Problem, was willst du denn sagen? Und ganz ehrlich, wenn Gott den Regenbogen wieder zurückhaben möchte, ist Gott in der Lage, ich meine, der ist ja bestimmt eine erwachsene Frau, dann ist er doch bestimmt in der Lage, den Regenbogen auch wieder zurückzuholen. Da braucht er nicht irgendeinen komischen Typen, der für ihn spricht. Warum? Verstehe ich nicht. Habe ich nie verstanden. So. Sollen wir jetzt wirklich einfach nur Robbenbaby-Fotos machen? Das finde ich irgendwie lame. Für Depth. Aber hier kommen schon die ersten, ja. Ja, außerdem müssen die das unter meinem Facebook-Post machen, den ich jetzt gleich mache. Weil wir sonst immer Zeichnungen machen und nicht alle können zeichnen. Ja, das stimmt. Aber dann sollen sie doch eine Fotomontage machen, wie ein Hai ein Robbenbaby zerfleischt. Ja, das ist besser. Das ist besser. Der Rumpel hat ein Herz aus Gold. Der Rumpel tut immer nur so. Boah, ich finde aber hier kommen voll die niedlichen Fotos, kommen jetzt schon auf Twitter durch. Ja? Ja. Ich finde das voll gut. Das können wir mal machen. Okay, na gut. Also das ist seine Idee gewesen. Ich finde, das ist ja auch mal schön. Also, dazu einfach... Das brutalste Robbenbild gewonnen. Weißt du, wer gewinnt? Robbie Williams. So. Dazu einfach Robbenbaby-Bilder unter diesen Post posten. Schluss. Punkt. Das war Gronkhs begeistert. Idee. Du klickst so begeistert. Nicht meine, in Klammern Sergeant Rumpel. So. Wie könnt ihr mitmachen? Schickt euch bla bla bla. Das steht da schon eigentlich im Endeffekt. Warum werden die Bilder vom letzten Gewinnspiel nicht gezeigt? Weil das ein Gewinnspiel war, das ja schon fertig ist. Ja. Ja, das wurde ja schon alles... Die wurden doch schon gezeigt. Genau. Da musst du letzte Woche nochmal, also ganz kurz, eben ganz kurz in die Zeitmaschine steigen, letzte Woche zurückfliegen und dann nochmal live gucken. Nee, das wurde halt während der Woche auf Facebook bekannt gegeben. Ah, dann nicht live gucken. Die Karten wurden ja schon rausgeschickt und so weiter. Das ging ja um die Premiere von Mockingbird oder so ähnlich heißt das, Link, da glaube ich. Genau. Die Spottdrossel. Ich muss sagen, meine Woche war aber auch eine Katastrophe diese Woche. Also ich bin froh, dass sie rum ist. Da bin ich echt heilfroh drüber. Genau, moderier doch mal bitte kurz den Abspann, dann kann ich mir den Facebook-Post noch fertig schreiben. Ja, Freunde, heute machen wir Überlänge. Wir machen noch 2 Stunden. Das ist der Abspann. Jetzt kommt ja auch coole Musik noch so rein. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Der Niklas hat da, glaube ich, wieder, der legt wieder auf drüben, hier im Club. Und da gehen wir jetzt mal rüber. Das war's also diese Woche mit Let's Play Together. An meiner Seite der zauberhafte, zarte Sergeant Rumpel. Abonniert seinen Channel. Ich darf das sagen. Doch, ich darf nur, das wenn sagen. Ihr wirklich auch wollt und die Videos gucken wollt. Nein, ihr müsst. So. Das ist die Hausaufgabe. Einfach mal Rumpels Channel abonnieren. Ich mach das vielleicht auch mal irgendwann. Nee, was wollte ich sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein mal wieder. Ich wünsche euch ein ganz zauberhaftes Wochenende. Ein Handherz gibt's natürlich auch noch mal ganz kurz. Ah ja, Krüppelhandherz. Doppelhandherz? Nee, Krüppelhandherz. Ah, Krüppelhandherz. Ja, das ist so ein Handherz, das du nicht richtig hinkriegst. Krüppelhandherz. Oh. Krüppelhandherz. Oh. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Es geht aber echt immer super schnell rum, ne? Und ansonsten, abonnieren, favorisieren, Daumen hoch, schreibt es in die Kommentare und... Das finde ich übrigens so krass. Kauft manche, noch Shirts. Manche YouTuber, die kennen einfach kein Pardon. Nee, so gar nicht. Hey, wenn ihr wollt, dass ich von euch träume, gebt mir ein Like. Ja, aber so richtig aggressiv teilweise auch so. Ja, und lasst euch da nicht verarschen, Leute. Gebt nur Likes, wenn ihr auch wirklich wollt. Ich freue mich über euer positives Feedback. Ja. Ach so, okay. Aber nur darüber. Ja, nur ja. Über was anderes freue ich mich nicht. Nee, jedenfalls macht doch, was ihr wollt, worauf ihr Bock habt. Der so. Facebook-Post ist raus. Postet darunter eure Robbenbabys. Robben! Aber wir wollen möglichst unterschiedlich haben. Das heißt, Doppelposts werden rausgeworfen. Die können nicht gewinnen. War? Ja. Doppelposts und Bilder, die man zweimal postet. Die müsst also schnell sein. So, ihr sweeten Cuties, wir machen jetzt noch eine Fusion, ja? Ja, wir machen eine Fusion, aber dafür bitte uns liken. Ey, und geil. Ich mach noch mal eine Trouser-Haul, Alter. Was ist eine Trouser-Haul? Bei Haul werden doch mal die Sachen rausgeholt, die man so irgendwo drin hat in der Tüte, die man so dabei hat. In der Tüte? So eingekauft. Und ich dachte, ich mach mal eine Trouser-Haul, weil ich habe da auch vorhin diverse Sachen reingelegt. Ja, wir müssen heute eine Bud Spencer-Fusion machen. Was habe ich denn? Wir machen heute eine Bud Spencer-Fusion. Was hältst du davon? Eine Bud Spencer-Fusion? Ja, beide so auf den Kopf. Da müssen wir auch beide umfallen eigentlich, was hier echt kritisch ist. Also Regie, ihr müsst uns bitte, wir fallen beide um. So. Und die Regie schneidet dann schön um. Ach du Scheiße, hier umfallen halte ich für eine besonders tolle Idee. So, bist du bereit oder was? Eine Bud Spencer-Fusion. Du hast bescheuerte Ideen. du musst mit der, ne? Und ich mach dann... Genau, okay. So. Okay, ich nehme mal ein bisschen runter. Okay. Drei, zwei, Fusion! Fusion!
Mikrofon.